Hallo, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Das ist jetzt ganz spontan, Leute. Ich habe mich nämlich spontan dazu entschieden, einfach einen Vlog daraus zu machen auch. Ihr wisst, Ibu und Tuncay wandern ja aus in die Türkei. Haben uns überlegt, eine Abschiedsfeier zu organisieren. So, wir sind noch dabei, auch mit der Schwester von Tuncay geschrieben, also mit Merve. Da schreibe ich auch schon seit Tagen, dass sie halt den anderen Leuten Bescheid gibt. Falan filan. Wer kennt, die Leute sind safe. Alle wissen Bescheid. Freitag um 16.30 Uhr, circa 17 Uhr, werden wir uns in dem Garten von meiner Freundin treffen. Ja, ich habe den Garten von meiner Freundin bekommen. Die ist so, sie liebt die Mine. Hier, Grüße. Geh raus an dich. Die Bro haben wir einfach gesagt mit Merve und Marisa, die einfach das letzte Mal chillen wollen. Wir wollten eh ein Abschiedsessen noch machen. Die Bro denkt das halt so und Merve hat dann einfach erfunden, dass ihre Tante einen Garten hat in Stuttgart. Wir halt alle dorthin gehen und zusammen chillen wollen an dem Freitag. Die meinte dann, ja klar und so. Statt dass wir essen gehen sozusagen, haben wir gesagt, gehen wir alle in den Garten. So haben wir halt Ebru das gesagt und für Freitag war sie dann auch einverstanden, beziehungsweise sie hat den Freitag dann vorgeschlagen. Deswegen haben wir dann auch alles für den Freitag organisiert. Ja, auf jeden Fall habe ich Kuchen schon abgecheckt. Wie immer, Dairy's Cake, Leute. Wir lassen unsere Torten immer bei ihr machen. Die macht einfach die besten und leckersten Torten. Wir müssen nicht alles schon ready. Wir müssen halt morgen mit Marosch kaufen gehen. Holen Becher, Pappteller, Besteck und solche Sachen und ein paar Deko-Sachen. Und ich habe auch schon eine Freundin von mir organisiert, die macht das auch. Ja, und zwar hat die so eine Deko-Seite, Deko-Wand und so. Das habe ich auch organisiert. Also am Freitag gehe ich dann mit Nuray, heißt sie, mit Nuray zusammen hin. Das Ganze dann sozusagen dekorieren dort. Und ich werde die Tische und so weiter schon mal aufbauen. Dann war ich heute, Leute. Heute ist übrigens Mittwoch. Wir dann auch noch ganz viele Bilder ausdrucken. Jetzt mit Merve und Marosch überlegt, so ein Album zu machen. Das ganz, ganz viele Bilder ausgedruckt. Ich schaut mal. Wie süß. Die werden wir dann alle noch in den Album reinkleben und dann schreiben wir auch noch was dazu. Genau deswegen, Leute, also ich musste die Bilder heute ausdrucken. Deswegen konnte ich heute auch nicht kickboxen. Ich habe es nicht geschafft. Ich hätte niemals gedacht, dass es so lange dauert. Aber egal. Also hier Fotoalbum und so habe ich auch. Ich glaube, das werde ich sogar Melve heute mitgeben, dass sie vielleicht schon mal die Bilder klebt. Einmal noch einen Text dazu habe. Und, Leute, es gibt so viele Sachen in meinem Kopf. Wallah, ich komme gerade gar nicht mehr klar. Auf jeden Fall, ich nehme euch jetzt mit. Also wir gehen morgen, wie gesagt, auch einkaufen. Da nehme ich euch auch ein bisschen mit. Freitag ist dann die Feier. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht regnet an dem Tag. Wenn es regnet, ist es halt echt scheiße. Und auch vorher mit Melve geschrieben habe. Die haben anscheinend ein Riesenzelt. Das werden wir dann auch an dem Freitag mitnehmen. Ich habe jetzt Marisa schon gesagt, ob die das irgendwie holen kann. Es mir geben kann, weil ich sehe mich morgen mit Marisa. Und Freitag bin ich halt die, die am frühesten dort ist. Dass ich das dann schon mitnehme und vielleicht auch aufbauen kann mit Nuray. Ich gucke dann einfach mal, falls es regnet, dass wir halt trotzdem im Garten sind. Und dann haben wir uns auch noch überlegt, dass jeder noch ein Video macht. Auch ihre Family und ihre Freunde und so. Jeder macht ein Video und dann wird das zusammen bearbeitet. Schicken wir es ihr direkt und dann kann sie es anschauen oder die schauen es später halt irgendwann an. Aber das ist dann die schöne Erinnerung. So als Video dann so, ne? Das machen wir auch noch. Ölisch, die Leute, es wird auf jeden Fall richtig schön. Ich freue mich auch schon riesig drauf. Bleibt auf jeden Fall dran. Leute, schaut mal, was gerade eben angekommen ist. Einfach Cake-Copper. Wir werden dich vermissen. Auch die Girlande. Ich habe die von Amazon bestellt. War gerade eben angekommen. Ich dachte mir, das zeige ich euch auch mal ganz kurz. So, Leute, heute ist Mittwoch. Ich bin jetzt gerade bei Karten angekommen. Ich warte gerade auf Marosch, aber ich glaube, ich gehe schon mal rein. Holen wir ein paar Deko-Sachen, Eicher, Pappteller und Gabel und solche Sachen müssen wir holen. Wir jetzt zusammen. Danach geht es heute noch zu einer Freundin. Aber morgen geht es dann richtig los, Leute. Jetzt auch da, wir sind in den Ballonwagen. Wir sprechen gerade, wie wir das eine Ballon beschriften. Das ist immer so herzlich. Hier haben wir auch ein Gold. Das war für heute, oder? Wir gleich auch nach so Pappteller. Wie ist das? Also die Farben werden so beige, braun, weiß sein. Jetzt gucken wir mal, was wir passendes so finden. Tag, Roshi. Ja. Guten Tag. Ich mag kurz Hallo sagen hier. Hello, my love. YouTube-Community. So, Leute, ich habe die Sachen jetzt abgeholt und jetzt geht's direkt ins Auto. Marosch ist schon im Auto, also die hat woanders gepackt, deswegen habe ich jetzt die Sachen geholt. Ich freue mich so, Leute, die Sachen sind so schön einfach, die wir geholt haben. Es wird auch morgen richtig schön. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen dann wieder. Seid gespannt! Hallo Leute, ich bin der Enes und ja, ich bin auch in diesem Vlog dabei und heute ist Freitag. Heute ist der Tag gekommen, wo wir Ebro, Tunja und Ayas... Nee, Ayas ist nicht dabei. Ja, dann beende ich diesen Vlog, scheiß drauf. Dann brauchen wir das doch gar nicht mehr zu vloggen, oder? Mann, auf jeden Fall, heute ist der Tag. Feier, dass die geht auch, Spaß. Nein, Spaß. Du machst dich gerade fertig, du wirst gleich von deiner Freundin abgeholt. Ja, ich werde gleich abgeholt und dann gehen wir schon mal dort anfangen zu dekorieren. Ich mache nur meine Haare.
ist gleich fertig, du wirst abgeholt, also und gut. Dann fährt er dorthin und bla bla bla. Und Leute, das seht ihr dann nachher einfach, ja? Ist auch endlich geschafft. Nuray hat mich abgeholt. Hello. Gleichzeitig heißt sie auf Instagram Deco4Rent. Also es ist eine sehr gute Freundin von mir, Leute. Und die machen das halt nebenher mit Deko. Die haben hier hinten auch die ganzen Deko-Sachen. Und ja, gehen jetzt zusammen hin. Das ist nämlich richtig, richtig schön, Leute. Ich nehme euch dabei natürlich auch mit. Enes wird noch die Torte abholen. Und ja, ich nehme euch gleich wieder mit. Leute, wir sind jetzt da und es hat really gerade angefangen einfach zu regnen. Das kotzt mich so an. Ich habe jetzt einfach Dinger hier im Haus was gefunden. Übrigens ist es der Garten von meiner Freundin Mine. Ich muss jetzt meine Haare irgendwie schützen, Alter. Na, Pijas, ich habe richtig Moralschaden. Allah hat dann noch ein Zelt organisiert. Also Enes bringt es nachher mit. Dann müssen wir Zelt aufstellen, ganz safe. Nächste, Leute, wir fangen jetzt einfach mal an, Ine. Der hat ja geschürt. So, Leute, Nuray hat jetzt auch schon angefangen. Das Ballonparty ist schon an da. Jetzt die Applejack, Leute, und danach keine Bogen, was? Keine Zwischenstand. Wow, das sieht so schön aus. Das sieht jetzt schon richtig schön aus. Tun gerade die ganzen Tische und so aufbauen mit Enes. Es hat wieder angefangen zu regnen. Ich glaube, ich spinne. Jetzt kommt das auch noch drauf. Wow, das sieht so schön aus. Ballonutsch, du gehörst ihm gerade. Es ist so nass. Es regnet so krass. Das Zelt aufbauen, Leute. Gib mir mal ein Messer. Und ja, Enes hat das jetzt vom Auto geholt. Der Bruder von Tunja sollte eigentlich auch gleich da sein. Und dann müssen wir das aufbauen. Ja. İnsanı topladınız buraya. Bu yağmurun altında çile çektik. Bunu mağduruz, mağdur. Acayip mağduruz kanka. Bir de gidiyorlar, bir daha gelmeyecekler. Nasıl olacak bu Fatih? Gök bile ağlıyor. Şimdi kamera açık ya, diyemiyorum demek istediğimi. İstediğini diyebilirsin kanka, buyur. Valla. Ne konuşacağım ki? Bu senin kanalın değil mi? Ya, aynen. Merhaba arkadaşlar, Enes ve Hatice'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Like'ın ve subscribe yapmayı unutmayın. Bizim kanalımıza da bir misafir oldun sonunda değil mi? Ya ama aslında biraz spontan oldu. Bana ne bileyim böyle bir giriş şarkıma. Ha, öyle bir şey mi lazım diyorsun? Volta tepik falan. Sen beni ne sanıyorsun moruk yani? Özür dilerim. Kemancı gecikmiş. aslında herkesin videosuna öyle çıkmam yani. Neyse, bunu sonradan masal konuşmayacağız. Ya, parasını verirsin sonra. Ich bin so froh, es ist jetzt endlich alles fertig. Yani gerçek, denn wir haben das so gut hinbekommen, yine. Enes çadırı getiriyor. Danach ist Tunca ist Bruder gekommen, die haben es dann zusammen aufgebaut. Und jetzt, ich zeig's euch mal, wie es jetzt aussieht. Die Jungs sind jetzt da und halt wir. So sieht's aus und ich find's richtig, richtig schön. Schaut mal bitte die Torte an. Das haben wir wie immer von Derry's Cake. Kann sie euch einfach immer wieder nur empfehlen, Leute. Ich liebe es. Wie schön sieht es einfach aus. Das passt so perfekt hier rein. Wir haben uns jetzt alle versammelt hier. Nicht für die. Die kommen gleich, Ebru und Tunca. Wann sind die da? Wann sind die da? Gleich in 2 Minuten oder so. In 2 Minuten? Ja, die hat schon vor 3 Minuten geschickt. Ja? Ja. Saçmalıkla bir evi. So, Leute, die sind da. Wir warten jetzt, bis die runterkommen. Wuuu! Surprise, surprise! Hallo! Ich bin Wir haben alle! Ja. Surprise, Tuncay, surprise! Merhaba! Surprise! Ağlasana hadi! Bitte, 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 bitte! Ja! Was geht, Bro? Alles gut? Alles gut? Ja, bei dir? Auch, natürlich! How are you? Und hat sie gefallen, Ebru? Wir haben Zypris gemacht. Wir haben Zypris gemacht. Ja, also ich bin gerade echt geschockt und glücklich zugleich. Tamam, gidebilirsiniz. Evet, tamam. Hadi. Tamam, hadi. Tschüss, ne? Alles Gute, gell? Ebru, isteğini alabilir miyim? Tamam, içime geç. Tamam, şimdi isterimi alabilirsin. Evet, anla. Evet, mantıklı. Tamam, kanka ya. Evet, sarı saçlar. Ich bin glücklich. Sarı saçlar. Evet, bak, sen ne yapıyorsun? Kendime gülüm. Mor, die sieht aus wie so diese Daltonlar war ja. So sieht sie. Stellt euch mal auf. Warte, warte, warte. Mach das, stell dich nach links. Nach links, nach links. Du? Ja, genau. Evet, yemeğimiz de hazır arkadaşlar burada. Werden gleich fett essen. Evet, gönn dir. Ich hab null erwartet hier. Null, gell? İyi yaptık o zaman ha. Ich bin stolz auf dich. Richtig stabil. Afiyet olsun.
Der ist schon genug nass geworden, denke ich. Hep kendime geldi ya. Oh, Allah yürü. Gidiyorum. Tutmayın. Bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Ich bin die ganze Zeit voll emotional. Ne olur dokunayım. Evdeyken, nein, evdeyken bile otururken, so yemek yerken, ich kuse, bei mir kommen Tränen runter. Weil ich das so langsam realisiere, aber... Das Ding ist, ich bin halt gerade so glücklich, dass ich halt irgendwie nicht das Bedürfnis habe zu weinen, aber später geht es nicht darum, ich muss schon weinen. Allah, ne olur, yani o kadar emek verir. Wenn ich darüber rede, will ich weinen. Deshalb, ich will es nicht. Şimdi dansa kaldırıyoruz. Gidiyor, poğaçalmıyor. Bir şey demeden ağırdın ağırdın. Kendime güldüm. Evet, mutlu musunuz gidiyorsunuz bu ortamı terk edip de? Hem gülüyoruz hem ağlıyoruz. Kah gülüyoruz, kah ağlıyoruz. Elimde çap. Ya bir şey değil, bazen emosyonel sen kalk, çap kayın bokta. Tamam işte, bir var nasıl var mı? Ya ben ağlayacak. Güzel olur. Ya. Hayır, tatlı bir tutacak. Şart senin arkadaşlar. Ben çekeyim. Of, sadece. Jetzt ein paar schon gegangen und wir wollen jetzt mit den Spielen starten. Ja, wir haben 5 Spiele. Ihr werdet gleich sehen, um was es geht. Und andere Zambusch, ich rede so viel. Deswegen. 3. Tunjai, 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 proje mi yapıyorsunuz oder was? Evet. Und dann gewinnt ihr oder was? Ja. Merve başlıyor. Alles klar. Wir brauchen sowas nicht. Chillt einfach Jungs, wir gewinnen sowieso. 1-0 für die Jungs. 1-0 für die Jungs. Gleich 2-0 für die Jungs. Gleich Merve oder dann aber. Leute, wir werden jetzt hier anfangen. Hallo, Gruppe. Der Emre wird jetzt den Taifur navigieren. Hier durch, geradeaus. Und danach muss er diesen Becher hier befüllen mit Wasser. Der Erste, der es voll gemacht hat, hat gewonnen. Bitte! Wir haben ein Boot! Loi, 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 loi! Bitte, bitte!
Egal, egal, nein, wir sind Jasno Walter! Ich glaub's nicht! So Leute, das ist jetzt das letzte Spiel. Das wird dann entscheiden, ob wir wir gewinnen gar nicht mehr. Oh, schön gitti. Aber Gleichstand oder bitte. Oh, denn wir kämpfen noch. Es steht gerade 3-2. Deutsch. Spaghetti. Spaghetti. Nicht so laut. Spaghetti. Spagat. Spaghetti. Ja. Stuhl. Schule. Stuhl. Schuhe. Stuhl. Stuhl. Wir kämpfen. Speck. Spinne. Speck. Schmatzspeck. Speck. SP Dormo. Spinn. Spinne. Speck. Was? Speck. Schmal. Spinne. Igel. Spiegel. Nicken. Igel. Nicken. I. Nicken. I. Dorobo. Bayern. Bank. Maul. Bambululas. Zambabalala. Bayern. Was? Wie was? Los, übe schwer. Yeah. Okay? Yes, we're ready. Let's go. Vitamin C. Vitamin. Warum schreist du? Vitamin. 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 Was? Vitamin. Vitamin. Vitamin C. Vitamin C. C. Vitamin C. Ja. Sahne. Zahlen. Sahne. Sahne. Bro, du machst schon Quadrat. 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 Boah. Köln. Hör mal bitte. Welt der Rollung. Köln. Sorry, Staub. Nein, Staub. 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 Ja. Brrr, ich gebe dir Dom, 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 Dom. Yes, yes. Heute ist auch schon der nächste Tag. Wir konnten gestern nicht mehr viel aufnehmen, weil erstens, wir hatten keinen Akku mehr und zweitens, wir haben dann auch noch abgebaut, also nach den ganzen Spielen. Also übrigens haben die Jungs gewonnen. Ja, auf jeden Fall hatten wir eigentlich gesagt, der Verlierer muss das Ganze aufräumen, aber die Jungs haben uns natürlich trotzdem geholfen. Wie sollen wir das Zelt abbauen? So wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall, ja, wir haben alles abgebaut und danach ging es in ein Restaurant noch für uns. Dort haben wir dann noch die Torte gegessen und haben einfach den Abend genossen. Das war auf jeden Fall richtig schön. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Ganze nass werden und so. Ja, wir sind natürlich traurig darüber, dass die gehen, Geldcheck denn. Die werden es auch richtig, richtig fehlen. Aber das heißt nicht, dass wir die jetzt nie wieder sehen werden. Ja, ne, wir sind ja auch öfters in Istanbul oder die werden auch nach Deutschland kommen. Helles Ossun Diyelim. Ich wollte das Vlog jetzt auch direkt hier einmal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst uns nicht zu abonnieren, ein Like dazulassen und zu kommentieren. Bis zum nächsten Mal.